Hallo Leute, ja, wir sind in RimWorld jetzt neue Folgen und ja, das ist das Erste. Wir gehen, denke ich, ins Tutorial und werden da mal schauen, wie das so ist. Da kann man ja dann so ein bisschen was aufbauen und kriegt die Befehle mit. Ich bin nicht so viel, hab's einmal gespielt, das Tutorial, ein bisschen geguckt, wie es ist. Aber ich werde, ist ganz lustig, da machen wir mit und schauen dann weiter, ob wir dann das einfach weiterspielen oder ob wir eine neue Kolonie dann gründen. Das müssen wir dann mal gucken. Aber wir fangen erstmal mit dem Tutorial an. Weil ich bin voll der Noob, das wisst ihr, und ja, schauen wir mal. Ich sag mal, ihr guckt's Intro und dann gehen wir ins Tutorial. Ja, Tutorial ist da. Wir sind aber nicht mehr im Intro gewesen, sondern nur im Logo. Auf dieser Seite wird konfiguriert. Okay, zufälliges Seed. Wir gucken mal, ob das hier mit Ass Reiter funktioniert. Das sieht erstmal gut aus. Planetenabdeckung 30%. Okay, 30% generieren ist gut, damit das Spiel flott läuft. Niederschlag, Temperaturen. Lassen wir alles auf normal. Fraktionen sind so ein paar da. Sind keine da. Wir können aber welche machen. Ein wilder Stamm. Das ist, hört sich doch gut an, oder? Aber ich kann, glaube ich, gar nichts aktivieren, weil wir hier im Tutorial sind und da das wahrscheinlich erstmal alles ausgeschaltet ist, ne? Gut, dann generieren wir das mal. Deep Underground Clearance Have, okay, alles klar. Wir sollen jetzt hier in einem grünen Bereich, wo der Pfeil wahrscheinlich ist, hinklicken und hellgrün. Ja, wenn das hellgrün ist, dann klicken wir da mal hin, oder? Gemäßigter Wald passt. Klicke auf Weiter. Habe ich schon gelandet habe? Nee, hier. Achso, doch, dann ist das das. Alles klar. Weiter. So, wähle nun die Charaktere aus, die du verwenden möchtest. Ziehe einen Charakter aus der Liste der zurückgelassenen Charaktere unten in die Liste der ausgewählten Charaktere oben. Optional kannst du einen Charakter anklicken, um ihn zu inspizieren. Das ist jetzt Ludmilla Miller Fischer. Miller ist das, okay. Weibliches Alter 14, ist also noch ein Kind, Dschungelkind. Mag Tiere schon mal. Oh, ist auch wunderschön. Gutes Gedächtnis, hart arbeitend, genau das, was wir brauchen. Emma ist die nächste. Emma ist mental taub, ist eine Nachteule, okay. Kann im Fernkampf was, ist nahkampftechnisch unterwegs und kann auch was mit der Kunst anfangen. Ist wie alt? 36, okay, ist vielleicht die Mama von dem Dingens, aber steht hier wahrscheinlich auch, wenn irgendwo. Bissnarbe quälend, Kratznarbe schmerzend. Sie ist angeschlagen, ne? Okay. Und Isma ist 20, Mittelalter-Sklavin, Jägerin, gutes Gedächtnis. Okay, kann Pflanzen, kann Tiere, kann Bergbau, kann. Das ist ja auf jeden Fall gut. Bei der Polizistin bin ich mir jetzt nicht so ganz so sicher wegen der Verletzung hier, ne? Oberkörper 37 von 40, Effizienz 92, Bissen, aber quälen 3-0, eine Bisswunde, schmerzt. Zeige Informationen an. Ja, da ist aber nichts. Kratznarbe, schmerzend. Da ist auch nichts. Linker Arm 26, 30, Effizienz 85, Kratznarbe, schmerzend 4-0, ein Kratzer oder ein Riss, schmerzt 8%. Ja, mental taub ist jetzt auch, na, okay, nicht so schlimm. Schriftstellerin. Okay, schreibt die Polizeiromane oder was? Ich könnte jetzt hier welche hochziehen, ne? Der Roland ist 31, hat Medizin und Intellekt gut. Lia Lu und dann Grillopoulos ist der Ex-Geliebte, okay. Standhaft Drogenfaszination, ja, okay, ich glaube, das brauchen wir nicht. Grill. Klongezüchteter, Klonfarmer. Ist 55, Halsstich, auch verletzt. Also Verletzte, ich glaube, die Polizistin werde ich wahrscheinlich noch gleich austauschen. Hier ist nochmal Gesundheit, 35, Nahkampf, Tiere. Nervige Stimme, gezüchtete Soldatin, Mittelalter Seefahrerin. Komplexe Arbeit wird verweigert. Hört sich nicht so an. Linkes Ohr, Cochlea-Implantat.
Ist, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, oder? Ex-Frau ist Ludmilla Miller Fischer. Das war aber nicht die hier, ne, oder? Doch, war sie. Da steht Ex-Frau minus 15, körperlich unglaublich attraktiv plus 40. Millers Meinung von mir minus 20. Meinung von Miller plus 25. Okay. Das dann so sinnig ist. Roland Redrun, Redrum, Wood. Musikidol, Prostituiertes Idol. Okay. Kochen, ah, ist nicht schlecht. Und Sozial ist okay. Medizin wäre nett, ist aber nicht vorhanden. Kann ich das hochziehen? Nee, kann ich nicht, oder doch? So, ich muss wahrscheinlich erst die Polizisten runterziehen, damit ich wieder hochziehen kann, oder? Ah, jetzt ist das okay. Das erschließt sich einem natürlich relativ schlecht, ne? So, Dschungelkind haben wir hier. Warme Tiere, ist klar. Und war Nahkampf kann was also. Diese Werte gefielen mir ganz gut hier. Ex-Mann ist jetzt nicht dabei. Ist-Mann ist die Jägerin. Die hat hier gute Werte. Die auf jeden Fall dabei. Lu. Kochen, okay, Kunst und Sozial, das ist auch soweit. Ex-Mann ist nicht dabei, also gut. Wunderschön ist jetzt nicht wichtig, Musikidol, aber passt. Ich glaube, dann würde ich sagen, starten wir. Ich kann vier mitnehmen, oder was? Zufällig, die wollte ich nicht wegen Narbe und so. Lia Lu ist die Schwester. Dann Grill. Der ist hier. Lia Lu ist die Schwester. Das ist diese hier, ne? Keine Verletzung. Standhaft, Drogen, Faszination. Das wäre das einzige Negative. Muss ich wirklich jemanden noch mitnehmen? Ha, verstehe ich jetzt nicht. Wird jetzt hier einen Charakter aus der Gruppe zurücklassen? Unten links in die Gruppe ausgewählt. Oben links. Hier habe ich doch die ganze Zeit schon gemacht, oder? Nee, doch nicht. Jetzt aber. Gut, das war wohl wahrscheinlich nur zufällig, soll ich jetzt. Nee, ich will doch gar nicht zufällig. Jetzt geht er dann da hin. Auch doof, ne? Okay, jetzt ist es Miller. Jetzt hat sich das wieder hier gedreht, ne? Zufällig. Ah. Vektor hatte ich bestimmt nicht eben drin. Emma. Die sind jetzt auch nochmal hier neu durchgemischt. Das sind andere Charaktere. Das war jetzt nicht so toll. Das gefiel mir jetzt nicht. Dschungelkind, wunderschön. Und das hier ist jetzt die Verwandtschaft. Okay, hat sich da geändert. Ist jetzt nicht schlimm. Velius. Ist Velius. Veli ist dabei. Okay. Aber Velius will ich dann nicht. Mila ist okay. Kann so bleiben. Hatten wir eben auch noch. Die Jägerin. Hatten wir auch, ist gut. Vektor hatten wir aber nicht. Vektor ist getauscht, oder? Redrun. Medizin. Ja, wäre jetzt auch nicht schlecht. Flotenforscherin. Flottenforscherin, nicht Floten. Schutzraumkind, Drogenfaszination. Okay. Ich glaube, das war noch hier zu machen. Dann hatten wir die drei und alles ist gut. Starten wir. Martin einmal Attack including your. Okay. Der Kraft von Singern bestehende Material halt durch eure Ohren, als ihr zu dritt aus eurem Kryptoschlaf bewacht, trotz Explosion und der weiteren. Könnt ihr selber lesen, ne? Nun bist du auf deine Welt gelandet. Da kommt der Rest von unserem Müll sozusagen. WASD. Haben wir. Rein- und rauszoomen. Haben wir. Zeit anhalten. Haben wir. Schnell, schneller. Anhalten, anhalten. Passt. Oh, 1, 2, 3. Klicke auf Link und Tab, um Architektur auszuwählen. Dann auf Zone. Lagerzone. Wo ist das Quadrat da? Hat nicht so geklappt, ne? Jetzt haben wir eine Zone.
Hökte, die Lagerzonen bringen können, musst du deren Verbotsmarkierungen entfernen. Wo sind die Verbotsmarkierungen? Hier. Architekt, Befehle erlauben. Weg damit alles. Das sind Truthahn, oder? Also ich muss nur die wegmachen, die der anzeigt wahrscheinlich. Und hier sind noch ganz viele Sachen. Ne, ich muss wohl alle Markierungen wegmachen, ne? Wo sind denn jetzt noch Markierungen da? Okay. Klick auf die auf Strukturen. Dann auf Wand. Wähle Wand aus. Wand aus Holz. Und dann soll ich irgendwo was bauen da. Okay, machen wir mal schnell. Gut, haben wir. Dann soll ich eine Tür einsetzen. Wo soll ich die Tür hinsetzen? Baue eine Tür in eine Wand. Machen wir mal dahin. Jetzt braucht er einen Platz zum Betten, Möbel, Betten, Bett aus Holz, drei Stück an der Zahl. Findest du die Betten unter Möbel? Du kannst die Q und E drücken, um die Bauwerke zu drehen. Kopfkissen ist, glaube ich, oben, ne? Wenn ich das sehe, oder? So passt's, oder? Eine Fackel. Brauchst du etwas Licht im Inneren des Raumes, sonst bekommen deine Kolonisten im Dunkeln schlechte Laune. Brauch eine Fackel im Innenraum des. Haben wir auch. Tier, Schlafplatz brauchen wir auch noch. Kommt gleich hier neben der Tür, damit er, wenn es ein Hund ist, zum Beispiel den Angreifer beißt. Hufeisenstab. Wo finde ich den? In Entspannung. Da, und dann können sie hier ein bisschen spielen, ne? Okay, das ist gerade eine schlechte Position wohl. Das ist eine gute Position. Anbauzone. 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 Was ist die Anbauzone hier? Gut. Haben wir. Rechts klicken wir. Pflanzen, Kartoffelpflanzen. Soll ich pflanzen? Reis. Wo ist denn hier Reis? Reispflanzen, da. Okay, schließen. Und jetzt? Klicke auf einen Kolonisten, um ihn auszuwählen. Ach, ich muss die ausrüsten, okay. Müsste aus Plastahl. Warte mal, ich muss jetzt erstmal den Kolonisten auswählen. Habe ich. Rechtsklick auf die Waffe an einer Auswahl. Ach, Rechtsklick. Habe ich. Zweite. Dritte. Ist hier neu ohne Waffe? Ich sehe keine. Doch, da. Repetiergewehr, okay. Haben wir jetzt gleich, dann passt das. Jetzt muss er Herd bauen, um Essen zu kochen. Herd bauen. Architektur, Möbel, ne, Produktion. Herd. Das macht doch einen guten Eindruck, oder? Sobald er Essen kocht, ist klar, warte, bis auf den Herd fertig gebaut ist. Ja, machen wir mal, ne? Könnt ihr mal schneller machen? Tür ist doch schon drin, aber hier ist ein Baum, der muss doch erstmal da weg eigentlich, oder? Er wird schon noch werden. Könnt ihr hier mal den Herd bauen? Gras, 89%. Isma, was mal? Red rum. Mila, wer macht das denn jetzt hier? Sammeln irgendwie ein oder was?
Okay, die holen ja das Holz, das macht ja vielleicht noch Sinn. Hier sind noch irgendwelche antiken Sachen drin, okay. Weiter rein scrollen ist nicht. Ja, jetzt einer bitte den Herd weiterbauen. Und da wird der Baum gefällt, damit man das Bett aufbauen kann wahrscheinlich. Ah, ich kann einen Kolonisten auswählen und dann sagen, Positionierung unmöglich stand da oder was? Ja, sehr schön, ne? Geht nicht. Ach, da ist schon einer zugeordnet, Mia. Oder Mila. Wo ist die denn? Okay, die macht erst das Bett. Warte, bis er fertig ist. Ja, der ist noch nicht fertig. Der steht ja noch nicht, oder? Ist er schon fertig? Ne, ist Baustelle. Ist das hier eine Katze? Jukain, gesund. Männchen ist eine Katze. Alter, 4 Jahre, Neuankömmling, wandert umher. Ja, merke ich auch. Wahrscheinlich frisst uns nachher die Haare vom Kopf oder sowas. Niemand benutzt den Tierschlafplatz, okay? Jetzt denn noch was, Misa? Isma? Dann wäre schön, wenn du öfter was hier machst, ne? Okay, von zwei Seiten sind wir schon geschützt. Ja, das ist doch nett, dass du jetzt den Herd mal machst, dann geht's auch voran, ne? Schweißgerät dabei, aber wie sehe ich das? Ja, das mit dem Priorisieren war wohl nichts, ne? So, jetzt sind wir schon bei 8, 9, 10 Feldern von 12. Und jetzt noch einen und da haben wir es. Zack. Habe ich ausgewählt. Aufgaben. Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit kochen, ne? Oder was war? Einfache Mahlzeit kochen, ja. Und dann klicke auf das Pluszeichen, um die Auszahl von 10 zu erhöhen. Passt. Wunderbar. Okay, jetzt bauen wir Mineralien ab. Er hat schon was markiert, sehr gut. Architektur, Befehle, Gestein abbauen. Passt. Holz. Holz hacken. Warte mal, dann machen wir hier, ne? Erstmal in der eigenen Bude hier aufräumen. Okay, das reicht noch nicht. Dann würde ich sagen, vor der Tür. Das reicht. Tab-Arbeit öffnen. Und dann kann ich hier entscheiden, wer was macht. Soll ich was ändern? Hilfsarbeiten, Bettruhe, Arzt, Patient, Feuerwehr, okay. Hilfsarbeit, Wärter, Tierpflege, 8. 8. Isma braucht das nicht machen, weil die schon genug andere Sachen macht. Die hat ja hier alles an, sozusagen. Das ist das einzige Transport. Braucht sie dann auch nicht machen. Und reinigen braucht sie auch nicht machen. Das machen die anderen beiden, weil die anderen beiden haben den Rest nicht. Hier ist noch Forschen, das ist aber nur einer. Jetzt muss ich noch einen Forschungstisch bauen. Forschungstisch aus Holz. Oh, der ist aber groß. Ja, kommt auch in die Hütte. Fertig. So, jetzt muss ich dann noch auswählen, was erforscht werden soll. Achte darauf, dass genügend Holz vorhanden ist. Wenn es zu lange dauert, nutze den Tab Arbeit, um weitere Kolonisten beim Bau mithelfen zu lassen. Okay. Puh. Elektrizität. Was ist denn hier wichtig? Schmieden. Bierbrauen ist wichtig. Kakao geht nicht. Ach so, das baut aufeinander wahrscheinlich auf. Man hat eine Lebensmittelverbesserung von einfacher Mahlzeit. Ursache unfähiger Koch. Okay, wir hatten noch einen guten Koch oder wie war das? Das ist schade. Teufelsgarn. Bierbrauen. Drogenherstellung. Nee.
Batterie, nee, beim Strom sind wir jetzt wahrscheinlich auch noch nicht so dran, ne? Aber so wie es aussieht, hat das alles damit zu tun. Hoch runter scrollen kann ich nicht, ne? Teufelskran, bau einen Teufelskran spitz auf deinen Feldern an. Das sind langsam wachsende Pfälze, aus denen man besonders zähe und hitzebeständige Pflanzenfasern gewinnen kann. Okay, da könnte man ordentlich was rausbauen, ne? Warum ist das grün? Ist schon abgeschlossen. Okay. Teppichherstellung, forschen. Psychoidbrauen. Ah, da kann ich Drogen machen. Das hört sich doch gut an. Bogen ist immer gut, den forschen wir erstmal. Als nächstes lernt sie, wie man das Heimatgebiet erweitert. Die Kolonisten werden nur im Heimatgebiet Böden reinigen und Brände löschen. Brände oder Schmutz außerhalb des Heimatgebietes werden ignoriert. Auch durch das Tool Heimatgebiet erweitern. Architekturzone Heimatgebiet. Aha, das ist unser Heimatgebiet. Ich würde jetzt mal hier das hier noch erweitern wollen, ne, oder? Ja, sehr schön. Das Tool Dach bauen erweitert, definiert, wo deine Kolonisten. Dann kann ich jetzt hier ein Dach bauen, oder? Dieser Bereich wird automatisch gesetzt, wenn ein neuer Raum gebaut wurde. Wähle das Tool Dach bauen, erweitern und zeichne die Form eines Vordachs an der Vorderseite des Hauses. Geht das so? Wird wohl. Deine Kolonie sind nur in guter Verfassung. Früher oder später werden Feinde deine Kolonie. Es ist an der Zeit, sich darauf vorzubereiten. Mehr das Befehl Sandsäcke. Sicherheit. Sandsäcke. Okay, dann müssen wir das hier wohl bauen. Das habe ich schon gemacht. Das weiß ich noch vom Tutorial. Gut. Warten wir wieder ab, bis alles fertig ist. Zack, machen wir mal schneller hier. Die schlafen gerade, ne? Selbst die Katze. War nichts mit Wachhund, der den Gegner als erstes angreift. Schade, ne? Was machen die jetzt? Ach so, das Dach wahrscheinlich bauen. Ne, da werden tatsächlich die Sandsäcke als erstes gemacht, da von der Redrun, wenn sie so ist. Redrum. Und das dauert ganz schön lange, ne? Macht da noch einer was? Die macht jetzt überall sauber oder was? Habe ich das gerade richtig gesehen? Ihr sollt Sanddecke machen und nichts anderes. Ah, jetzt geht's voran, okay. Machen wir dann mal gleich wieder langsamer, wa? Ich habe jetzt einen Radar geschickt, der deine Kolonien angreifen wird. Pausieren wir das Spiel. Ja. Pausiere das Spiel mit Space. Liest dir, ach, habe ich jetzt leider nicht mit Space gemacht. Liest dir den roten Brief am rechten Rand durch. Der rote Brief ist jetzt weg, leider. Hat ja gut geklappt. Komme ich leider nicht wieder in den roten Brief wahrscheinlich, ne? Doof gelaufen. Ich weiß nicht, wo ich den sehen könnte. Ich wollte eigentlich nur vom Mauszeiger das weghaben. Geschichte. Bitte konzentriere dich darauf, den Kampf zu gewinnen. Ja, war wohl nix. Aktiviere den Kampfmodus. Kampfmodus. Und dahin schicken, Gott. Kampfmodus. Ich weiß nicht, von wo der kommt. Kampfmodus. Und letzter. Kampfmodus mal dahin. Kampfmodus. Dahin. Fertig. Jetzt nochmal Space zu. Die gehen da hoffentlich alle hin. Einer trägt noch was. Das ist Mila.
Ist ja jetzt auch wichtig, das da noch hinzutragen. Forschungstisch. Sind das Kartoffeln? Machen wir gerade schneller hier. Ah, die kocht gerade. Oh, ist auch wichtig, ne? Ohne Mampf kein Kampf, oder wie war das? Aber der greift wahrscheinlich erst an, wenn die dritte Person von uns da ist. Komm schon. Irgendwer hat schon geschossen, oder? Katze ist schon tot, oder was? Ja. Und da ist auch noch ein Fuchs. Da ist der Raider. Und die Katze schlägt gleich wahrscheinlich den Raider, oder? Das wäre ja jetzt krass hier, oder? Ja, vielleicht. Nee, ne? Sehr gut. Verwende nun denselben Befehl, um den Kampfmodus bei jedem Kolonisten zu beenden. Hammer, oder? Ich habe nichts gemacht. Die Katze hat das alles erledigt. Voll geil, oder? Hier endet ein Tutorial. Es gibt noch viel mehr zu lernen. Man soll im Zug auf Gefangene jagen, handeln und Tier zähmen. Doch die Grundlagen beherrschst du bereits. In diesem Tutorial sind Zufallsereignisse aktiviert. Um das andere wahre Spiel zu erleben, öffne das Menü unten rechts, wähle Optionen, klicke links auf den Spielmenü und linke auf der Erzählereinstellung ändern. Wähle ein Erzähler und Spielziel aus. Ändere, wähle deinen Erzähler und Spielstil. Viel Glück und guter. Ja, okay, Optionen. Spielstil, wo finde ich das jetzt? Welche Option habe ich hier gemacht? Klicke links auf Spielmechanik. Ja. Erzählereinstellung. Also hier. Ein Erzähler generiert Ereignisse wie zum Beispiel Rattenüberfälle, Rohstoffabwürfe oder Tierangriffe. Seine Entscheidungen beeinflussen die Geschichte deiner Kolonien. Du kannst diese Entscheidung jederzeit ändern. Okay, ach so, da muss ich da erst. Cassandra Classics. Cassandra erzählt die Geschichte so, dass die Spannung und die Schwierigkeitskurve klassisch ansteigt. Sie wird dich mit gefährlichen Ereignissen unter Druck setzen, die aber zwischendurch auch eine Atempause gönnen. Das hört sich schon mal so an. Erbauer einer Gemeinschaft. Phoebe, gilt dir viel Zeit zwischen den Katastrophen, damit du in Ruhe deine Kolonie aufbauen kannst. Aber Vorsicht, bei hohem Schwierigkeitsgrad schlägt sie genauso hart zu wie jeder andere Geschichtserzähler auch. Ach so, das ist der Schwierigkeitsgrad, alles klar. Und hier haben wir noch Randy Random. Randy macht, was er will. Er wird zu viele Ereignisse generieren, egal wie leicht oder schwer es Kontern sind. Für ihn ist alles Drama. Achtung, die eine. Nee, zufällig möchte ich dann eher nicht. Ich mach mal das hier, glaube die Dame, weil ich glaube, Cassandra erzählt die Geschichte so, dass die Spannungs- und Schwierigkeitskurve klassisch ansteigt, ne? Das denke ich mal, ist für mich das Richtige. Ihr müsst überleben, kämpfen, aber Abenteuergeschichten hört sich doch schon mal gut an, oder? Wir wollen hier ein Abenteuer erleben, das ist es. Gut, dann sagen wir mal hier, okay. Lernhilfe. Ja, aber jetzt ist noch der Punkt angekommen, wo ich sagen würde, jetzt generieren wir dann erstmal lieber eine eigene Welt, oder? Ihr entscheidet. Schreibt das mal in die Kommentare rein, ob wir hier weitermachen sollen oder eine eigene Welt generieren. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.